Was geht ab, mein Lieben? Six Oil in the Mix. Neues Video, Freunde. Ich bin heute hier im Moabit. Alten Moabit oder Moabit, keine Ahnung. Auf jeden Fall machen wir uns mal gleich hier ein bisschen so auf die Suche nach Läden und Co. Ja? Ich habe gehört, einiges hat hier auf. So Handyshops und so ein Ding haben wir auf hier. Das ist krass. Ja. Soll ein One-Take werden? Ich probiere es, wenn nicht. Dann mache ich natürlich einen Schnitt, ein, zwei Schnitte rein. Aber die haben auch gesagt, also Kollegen meinten auch zu mir, wenn du mal hier bist, wie gesagt, Freunde, wir sind gerade hier in Berlin, Moabit, ja. Meinten zu mir, dass wenn ich hier bin, dass ich unbedingt diesen einen speziellen Dönerladen ausprobieren sollte. Ist der beste Dönerladen hier in dieser Gegend halt, ne? Dazu kommen wir dann auch hinterher. Aber erstmal dachte ich mir, gehe ich ein bisschen spazieren. Und check natürlich die Läden hier ab, ja. So, keine Ahnung, Rewe ist halt Standard, Rewe ist halt, mal sehen, was die so in Moabit im Rewe haben. Dann gehen wir natürlich weiterhin raus und schauen so, was da halt so Handyshops Richtung geht. Krass, eigentlich sind Handyshops überall zu und so. Kudam, Alex, egal wo ich da war halt, ne. Aber hier scheint es auf zu sein. Bin wirklich gespannt, die quatschen auch gleich mit irgendwelchen Handybetreibern. Was bräuchte ich für zu Hause? Ja, auf jeden Fall sieht das hier nicht so leer aus oder so. Geht auf jeden Fall klar. Ja. Krass, Moabit ist auch auf jeden Fall am Start. Die haben ja alles. Ja, also ich würde sagen, so ärmlich sieht das nicht aus. So, ich suche natürlich meine Tortellinis, wenn ich die nicht finde. Ich habe so speziellen, billigen. Schmecken aber sehr gut, wie immer. Da muss ich zu Edeka später gleich. Fuck, man. Aber so wie es aussieht, sehe ich die nicht. Ne, man, ist leider kein Edeka hier. So, Freunde, wir gehen natürlich weiter. Wie gesagt, ich wollte eigentlich den Handyshop zeigen, ein bisschen was, keine Ahnung. Ein bisschen drumherum schauen, gucken, was alles so auf hat. Das war eigentlich wichtiger, ja. Aber ich kann ja mal was zu trinken noch holen. Ja. Und ja, nebenbei nochmal den Laden hier mitgenommen, so. Ja, ist okay, also die haben alles, ist absolut voll. Ja. Ne, die haben eigentlich relativ alles voll. Ja, naja. Kühlschrank. Komm, wir nehmen uns mal eine Cola aus dem Kühlschrank oder so. Handyshop, ganz wichtig, Handyshop. So, ich bin da jetzt ein bisschen leise. Mach das jetzt in Ruhe. Was? Fritz Kohle 1,79? Kann nicht sein. Das ist aber ein stolzer Baba-Preis hier. Komm, das muss doch noch billiger gehen, ey. Spezi, sollen wir uns die Spezi nehmen, Freunde? Ja, wa? Komm, wir nehmen uns die Spezi, fuck drauf. Immer dreckig, ihr kennt das, wenn das immer hier so dreckig ist zwischen. Ich hasse das, übertrieben krass. Ja. Egal, wir sind jetzt leise. Bis hier raus. Ich würde sagen, es geht weiter. Und ja. Eigentlich ist nichts Neues, alles beim alten Mann, meiner Meinung nach. Guck mal hier, chillen. Opa chillt. Juckt auch nicht die Bohne, so weiß ich meine. Und ja, Mann. Lasst uns mal ein paar Handyshops abchecken. Weil ich habe gesehen, ein paar Handyshops waren offen. Das ist ganz, ganz komisch. Eigentlich sollen die zu haben. Ja. Rückwärts einparken, oder was? Ja. So, Freunde, ihr könnt sehen, hier ist auf jeden Fall was los. Ja. Dönerläden auch offen und so. Und ist eigentlich easy. So was, ne? Ich würde so ein Handyshop interessieren, Freunde. Das mit dem Handyshop. Apotheken haben hier auch ganz easy. Ja, also ihr seht, alles an sich easy so. Eigentlich hat alles auch so. Ja. Oh.
Und keine Ahnung mehr, Alter. Viel, Mann. Die haben auch hier ganz viel diese, wie man das? Diese Märkte. Ist eigentlich fast überall Sonderlee, ob jetzt Sonderlee oder hier im Moabit, ist eigentlich mal das Gleiche. Die dürfen ja auch aufwachen, weißt du? Die sind immer easy. Seht, geht's ab. Eigentlich immer voll, so, weißt du? Kommt nochmal drauf an, so. Was für ein Tag, aber hier ist eigentlich immer voll. Naja. Die Leute sind auf jeden Fall am Chillen. So, Freunde, meine Spezi habe ich geholt. Filmen wir noch? Ja, wir filmen noch. Ich suche jetzt unbedingt einen Handyshop, aber ich sehe nichts, Alter. Ich sehe nur Apotheken haben auf und so. Oh, das ist rot. Sorry. Also ich habe bis jetzt, ich habe zwei Handyshops gesehen vorhin, aber jetzt sehe ich irgendwie keine mehr. Deswegen checken wir unbedingt noch. Schau mal hier, die Leute, wie gesagt, chillen, rennen und so, alles drum und dran. Ja, Mann. Ich muss ja ohne Gürtel nichts geben, gesagt, ja? Herrscht Vollbetrieb eigentlich. Ist auf jeden Fall alles am Start. So. Auch hier Lebensmittelmarkt. Auch offen. Sogar Blumenläden sind offen. Krass, Blumenläden. Wusste ich gar nicht, dass Blumenläden offen haben. Ist auch krass. Hallo. Ich habe mal eine Frage. Blumenläden haben auch offen, ne? Ja. Wusste ich gar nicht. Haben sie jetzt wieder neu auf oder haben sie immer aufgehabt? Erster Tag. Ah, heute ist wieder erster Tag. Ja. Ah, seht ihr, guck mal, zum Beispiel hier, Freunde, in Moabit ist jetzt der Blumenladen offen. Auch ein paar Handyshops habe ich gesehen, sind auch offen, ne? Ich weiß es nicht genau. Ist der Hammer. Ihr habt hier sehr viel offen. Bei uns ist nicht so viel. Bei uns alles tot. Wo haben sie? Bei, zum Beispiel Steglitz ist tot. Sonderlee haben die auch zugemacht. Alle Geschäfte oder wie? Alle Handygeschäfte, alles, alles. Blumenläden, alles dicht. Was sind sie von Beruf? Bitte? Was arbeiten Sie? Bitte? Was arbeiten Sie? Ich arbeite nicht, ich lebe. Also? Ja, alles Gute. Ciao, ja? Ja, Freunde. Auf jeden Fall, ihr habt es gesehen, sie hat auf und so, die haben auch auf. Das ist krass. Ja, Mann, auf jeden Fall. Guck mal hier, Getränke hier. Internetcafé oder was? Ich werde verrückt, wenn das jetzt Internetcafé offen hat. Komm, wir gehen mal kurz rüber. Wir fragen mal kurz mit Internetcafé. Guck mal, Uriza ist aber natürlich zu mitnehmen. Das ist hier alles zu mitnehmen, aber manche Dinge haben offen so. Ich bin mal gespannt, was ich jetzt beim Internetcafé sage. Wir gehen mal kurz rüber, Freunde. Ja, Mann. Schau mal hier, Vollbetrieb, wie gesagt. Ist full, Digga. Full House. Mich lässt die Frage nicht los, was er jetzt dazu sagt. So. Ich frage mal ganz kurz, ihr seht gerade, ne, der Shop. Ich frage einfach. Hallo? Ich habe mal eine Frage. Weil da oben steht Internetcafé. Steht bei euch. Da, aber man darf sie offiziell nicht benutzen, oder? Wegen diesem Corona-Krieg. Nicht, wa? Okay. Weil ich sehe, sehr. Nach dem, ja. Ich habe mich gewundert, okay, Internetcafé, okay, ich frage lieber, bevor ihr, weißt du? Und ich habe ja gesehen, bei euch sind voll viele Läden offen hier. In Sonderlee ist alles dicht, haben die gemacht. Warum? Ist krass. Auch Handyshops sind hier offen. Blumenmärkte hier, die Asiaten haben offen. Hier hat vieles offen in Morbi. Sonderlee ist Polizei überall. Die, ich war ja letztens da, Friseure, alles zu. Vielleicht vieles illegal, keine Ahnung. Dankeschön, ja? Ciao. Ja, er war halt auch nichts Besonderes. Er ist auch ein Spätkauf, aber trotzdem, er bietet halt Internetcafé an, bla. Dann dachte ich mir, okay, ich check mal ganz kurz auf dumme Frage so. Reza ist natürlich auch am Start. Super lecker Hühnchen, bla. Aber dazu kommen wir noch. Das würde ich hier nicht, das würde ich hier nicht mal, niemals hier zeigen, so, weißt du? Ich würde das lieber woanders zeigen. Aber naja. Ja, Freunde. Was hat eigentlich noch alles hier auf? Es haben voll viele Sachen hier auf, Mann. Ja, also. Mehr als wie bei uns. Ja. Schau mal, da Eis und so. Okay, Fenningland ist ja zu. Pizzaland ist auch zu. Rüsa ist offen. Ansonsten alle diese Spätkäufe. Spätkauf wieder hier. Die haben alle offen. Ja.
Und Handyläden, ich habe doch vorhin irgendwo ein Handyladen gesehen. Der war auch offen. Naja, aber ich finde jetzt keinen. Vielleicht haben die auch schon wieder zu. Naja. Okay, Freunde, wenn ich, sobald ich an der U-Bahn bin, ist auch schon vorbei hier mit dem Take. Ah ja, wir wollten noch Döner essen, genau. Das gebe ich euch noch auf jeden Fall. Wir gehen zum Dönerladen und dann aber ist natürlich auch vorbei hier mit dem Video. Ja, Freunde. Schaut mal hier. Eigentlich alles drum und dran hier. Alles am Start. Der Opa geht spazieren. Juckt ihn gar nicht. Ja, auf jeden Fall. Ja, Mann. Moabit, alt Moabit. Ja, in der Turmstraße sind wir gerade übrigens, ne? Ist nahe vom Zoo. Ist nicht so weit weg vom Zoologischen Garten, Freunde. Hier bin ich eigentlich fast nie, Alter. Ich bin das erste Mal in diesem Jahr hier, wirklich. Ja, hier das Rathaus. Ja, und ansonsten, ja, keine Ahnung, was soll ich euch sagen? Wir gehen natürlich zur U-Bahn, dann gehen wir gleich zum Dönerladen und dann hat sich die Sache. Wir gehen auf jeden Fall nochmal was essen, Freunde, ja, also. Sieht auch gut aus, aber ich weiß nicht, ob das da, ich weiß jetzt nicht, ob das da irgendwie was für mich wäre. Ich war hier noch nie essen, aber schaut mal hier, parktechnisch ist alles am Start. Leute, Kids, Familien, alle chillen in ihr Leben. Alle sind am Chillen, Freunde. Warum auch nicht? Ja, Mann. So, Freunde, ab zur U-Bahn, von der U-Bahn ist es nicht mehr so weit so. Ja. Was geht, alles fresh? Geiler Team, Mann. Alles Gute, Mann. Ja, Mann. Wir sind in Berlin, Freunde. Berlin City, Alter. Schaut mal hier nochmal. Da geht auf jeden Fall was. Die Leute sind da auf jeden Fall am Chillen, also ich meine. Easy, oh, rot. Jetzt aber grün, immer Weg auf für mich, ja. Okay, Freunde, wir gehen jetzt einmal zu der U-Bahn, wie gesagt. Ich zeige euch natürlich die Station, wo ihr, wenn ihr nach Berlin kommt, wo ihr hier essen könnt, wo ihr hier sozusagen aussteigen solltet. Ja, wie gesagt, gleich nochmal zum Dönerladen. Und die Station zeige ich euch gleich. Ist hier Turmstraße, ist wie gesagt nicht so weit weg vom Zoologischen Garten. Und hier könnt ihr, wie gesagt, der eine Dönerland, zu dem ich jetzt gleich gehe, der ist wirklich sehr, sehr lecker, Freunde, wirklich. Also hier kann man gut essen gehen, ja? Also, die Busse sind am Start. Ist eigentlich, es herrscht alles Hochbetrieb. Ist eigentlich so wie alles wie beim Alten. Bloß mit der Corona-Sache ist jetzt ein bisschen so, einige Läden sind halt zu. Aber die haben auf jeden Fall viel mehr offen. Die haben viel mehr offen als irgendwo in der Sonderlee, wie gesagt, schon zum 10.000. Mal. Vielleicht finde ich noch einen Shop, der offener. Ach, guck mal da, wo davon? Wir gehen gleich nochmal rüber. Wir gucken gleich, was da auf Vodafone abgeht. Ja. Vodafone. Wir checken mal gleich die Lage bei Vodafone. Wird ein langes Video, Freunde, aber hey. Who like it, he gonna watch it, right? Ich sag euch, Berlin, Freunde, no fake and no bullshit. Ja. Der Handyshop da hinten, wo davon, sieht offen aus. Wahrscheinlich habe ich schon zu, ich bin schon zu spät gekommen. Aber seht ihr das? Licht ist an. Krass, dass sie sogar Handyshops hier aufhaben. Hätte ich echt nicht gedacht, Freunde, ohne Scheiß. Ja, also. Shops haben auch offen, ist der Hammer. Ja, also. Und hier sind wir, das, was ich euch zeigen wollte. Und dann gehen wir auch schon sofort zum Dönerland, ja. Ja, und ja, ein paar Dealer natürlich, wie immer hier. Ihr seht, ist halt Standard. Also, Freunde, der Dönerland ist wirklich nicht so weit von hier. Die Straße werde ich natürlich auch einblenden. Wir sind jetzt hier an der Turmstraße, ja. Wenn ihr nach Berlin kommt, merkt euch mal die Straße hier, Turmstraße. Das ist, glaube ich, die U9, ja. Also, nochmal. Hier erstmal gibt es einen Cut und dann gehen wir zum Dönerladen, ja. Freunde, wunderschöner Nachmittag, voller Sonnenschein. Zu diesem Baba Haji Kanal, wie auch immer der auch heißt, soll in dieser Gegend zumindest der beste Döner sein. In Alt-Moabit, in Moabit an sich. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal hin und ich zeige euch mal kurz den Laden. Wenn ihr mal in Berlin seid und so,
solltet ihr auch mal herkommen. Ja? Also Fleisch ist 1A, top. Und ja, die Qualität an sich ist halt, wie gesagt, so ein echter Döner halt. Ja, also wir sehen eine ganz normale Einfahrtsstraße hier. Ihr seht, eine Menge Leute sind draußen. Geht so. Aber sind schon ganz schön ein paar Leute am Start. Ja, wir laufen jetzt einfach mit dem Handy. Eigentlich hätte ich meine Kamera rausholen sollen wieder, wie immer, aber ich war mir wieder zu faul, weißt du? Ja, und ja, Mann. Easy. Wir machen das auch so. Aus der Hand. Ist halt leichter wie so eine Kamera, ja, aber ja, naja. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir gehen jetzt einfach mal nach vorne. Schaut euch nochmal um, wie das so aussieht. Wunderschönes Wetter, Freunde, heute. Aber Hammer. Ein richtiger Hammer, ja. Also, das Ganze wird ein One-Take, wie immer. Schaut mal hier, die Shops sind offen hier. Ich habe sogar gesehen, Handyshops. Handyshops sind sogar offen seit neuestem, keine Ahnung. Ich habe das jetzt auch in der Sonderlee und so nicht gesehen. Ja. Guck mal, Leute machen schon Handel hier. Geschäfte, Handel. Einige sind hier draußen und so. Ja, also ein One-Taker. Ich gehe dann vor den Laden, bestelle mir den Döner. Sobald ich anfange zu essen, gibt es natürlich einen Cut. So, ja, in dem Sinne, one take. Ja, ich fühle mich nicht gern beim Essen so, deswegen. Wir sind ja schon gar nicht mehr so weit weg davon. Ja, also. Krass, Mann. Also, ganz, es herrscht eigentlich ganz normaler Betrieb, Freunde. Berlin Moabit. Und ihr seht ja, Essensmärkte und alles sowas ist offen so. Eigentlich an sich alles offen, Alter, ja. Leute treffen sich, Leute essen draußen. So, keine Ahnung, Alter. Hier auch Sushi und sowas, bla. Gibt halt eine Menge so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir gehen auf jeden Fall zu dem Dönerland da hinten. Hier gibt es sehr viele Dönerläden, aber die sagen halt, ey, der ist am besten, so, geh mal dahin und sowas, so. Deswegen gehe ich auch dahin. So, was, seht ihr das? Handyshops sind offen. Das ist ja genau das, was ich meine. Handyshops sind offen. Das ist krass im Moabit. Also in Steglitz und Neukölln ist alles zu, so weißt du. Ja. Schaut mal, hier ist auf jeden Fall was los, Alter. Der Dönerladen hat offen. Das ist der übrigens, Freunde. Das ist der. Ja. Der Baran Dönerstation. Die Baran Dönerstation. Ich weiß gar nicht, warum ich auf Haji oder Baba gekommen bin. Keine Ahnung. Ups. Sorry. Ja, Freunde, auf jeden Fall. Geiles Wetter. Hier ist auf jeden Fall viel mehr los als bei uns in Steglitz oder irgendwo am Alexanderplatz oder sowas. Ja, wir gehen jetzt den Döner essen, Freunde. Ja. Ist rot, wir wollen ja auch vorbildlich sein. Hier sind auch Kinder und so. Ja, Mann, auf jeden Fall Altmorbid. Schaut euch um. Das ist der Döner hier. In welcher Straße bin ich gerade überhaupt? Das ist die Turmstraße, 48, 55 bis 55. Waldstraße, Ecke Waldstraße, Freunde. Waldstraße 9 und 1. Hier müsst ihr mal vorbeikommen, wie gesagt, Richtung Döner und Co. Ja, also, wenn ihr richtig Döner essen wollt, dann ja. Also, sie ist angeblich der beste Dönerladen in der Gegend jetzt hier. Ja, auf jeden Fall. Schau mal, ist auch gleich Schlange und so. Ist auf jeden Fall was los. Ja, ich bestelle mir auf jeden Fall erstmal den Döner hier. Der soll richtig, richtig gut sein, von der Qualität, bla. Oder soll der Beste sein, keine Ahnung. Auf jeden Fall, checken wir mal den Shit ab, ja. Freunde, Moabit ist auf jeden Fall viel voller als bei uns, wie gesagt. Das ist der Hammer, Alter. Hier sind voll viele Leute. Handyshops sind offen. Ich habe jetzt gerade draußen jemanden gefragt, vorhin, wo ich noch nicht gefilmt habe, was mit den Handyshops ist, ob das normal ist. Dann haben sie zu mir gesagt, ja, ja, wurde in den Nachrichten so gesagt, dass die Handyshops wieder aufmachen dürfen, so O2 oder keine Ahnung, so Vodafone, bla. Ich weiß jetzt gar nicht, worüber ich reden sollte. Ja. Auf jeden Fall sieht der Dönerspieß auf sehr, sehr gut aus. Ich hoffe, die Quali ist krass. Ja, auf jeden Fall. Freunde, alle, die nach Berlin kommen, Moabit, auf jeden Fall hier. Grüße gehen raus an meinen lieben, Freund Kamberg. Kamberg, hier warst du noch nie, wa? Ich glaube, hier warst du noch nie. Wenn du das Video siehst, ich weiß, dass du das Video siehst, kommst du hier vorbei, hier Döner essen. Wir gehen zusammen, wenn du mal in Berlin bist. Am 1. Mai. Bra. Ja, mal Lieferservice, alles sowas. Ist, herrscht Hochbetrieb. Leute sind draußen, spazieren. Eigentlich ganz entspannt, als ob hier nichts passiert war in Berlin.
sieht nicht nach einem Lockdown aus, so ein bisschen, würde ich sagen. Also nicht direkt. Ja, Mann. Wir bestehen jetzt erstmal so ein bisschen und dann. Ja. Ist echt Schlange hier. Hätte ich nicht gedacht, ich komme jetzt her und dann ist irgendwie, keine Ahnung, easy, so, weißt du? Gegenüber, ich kenne zum Beispiel auch den Namen Gegenüber, ist auch ein dünner Laden. Warte mal, was steht da? Achso, nee, ich dachte Hakiki, ist aber nicht. Halis. Halis. Es gibt noch eine. Noch einen dünner Laden, so. Da gibt es einige davon, die da heißt Hakiki vom Namen her. Aber die sind nicht mehr so. Die sind nicht mehr so wie davor. Also die Döner schmecken da nicht mehr so, meiner Meinung nach. Ist nur meiner Meinung, ja, so. Ich gehe da nicht mehr so wie damals hin. So. Ja. Ja, komm, wir warten, bis wir bestellen, oder? Schaut euch an, sieht gut aus, ne? Wenn das wirklich so gut ist, hau ich gleich zwei weg, so was ich meine. Freunde, muss mal wieder Sport machen, ne? Warte, ich überlege gerade, ich muss noch ein bisschen was filmen, weil damit ich hier nicht hängen bleibe an derselben Stelle. Ja. Ja, Mann, Leute unterwegs, wie gesagt. Keiner macht sich jetzt eine Platte drüber, was jetzt in den Medien läuft. Ist auch gut so, meiner Meinung nach. Auch Kaffee-Ruf, keine Ahnung. V-Kaffee, sieht offen aus, Alter. Ist zu, oder? Sieht von Weitem offen aus, ganz komisch. Ja. Nee, nee, ist zu voll. Ja, also. Ja, Mann, ich kann es kaum erwarten, so, weißt du? Freunde, wie gesagt, wenn ihr in Berlin seid, merkt euch mal das hier. Baran Döner Station. Ja. Soll Killer sein. Taxifahrer. Wenn er mal ein Taxifahrer da wäre, hätte ich ihn was gefragt, aber keiner da. Ja, ansonsten, ja, Mann, ich glaube, es wird auch schnell alles wieder beim Alten sein, sobald der ganze Mist mit dem Corona da vorbei ist. Sag ich mal, Anfang Mai, Mitte Mai. Es sei denn, die ziehen das Ganze noch bis Ende Mai durch und dann ist aber Juni, Juli, August perfekt für den Sommer so. Ist alles wieder easy, so. Also ich meine, so denke ich mir das so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wer weiß das schon, hey, ohne Scheiß. Wir wissen nicht, wo wir gerade stecken, was passieren wird. Ja. Ja, Mann. Hier tobt das Leben auf jeden Fall. Die Schlange wird immer kürzer. Ja, Mann. Ja, Mann, riecht auf jeden Fall gut. Ich hoffe, der ist gut. He better be good, bro. Aber ist bestimmt sehr gut. Mal schauen. Ja, Mann, wir kommen näher. Schaut mal hier, auch hier Abstand und so ein Quatsch. Das heißt Quatsch, die Leute wollen sich schützen. Ey, stimmt, ein Döner, ja? Ja, ich hab gehört, das ist Baba Boy. Okay, bestellt. Ich überlege gerade, wo ich essen sollte, Alter. So, was ich meine. Da ist alles abgesperrt, wa? Schau mal hier, normalerweise kann man auch draußen essen, so, weißt du? Aber... Ihr seht ja, durch die ganze Lage, durch die ganze Krise ist alles abgesperrt. Ich muss also überlegen gleich, wo ich hingehe essen, ja. Keine Ahnung, Alter. Auf jeden Fall. Machen wir schon. Ja. Straight Knoblauch, ein bisschen scharf. Ich denke genauso. Ja, Mann. Straight up Cola rein, oder was? Fette, kalte Cola, oder was? Ein Döner bitte, Soße. Richtung Knoblauch, ein bisschen scharf. Knoblauch ein bisschen scharf. Und alles bitte. Achso, danke schön. So, was nehmen wir zu trinken? Was gesund, ungesundes? Amerikanisches Gift, oder? Am besten. Ja. Komm, wir nehmen das Ami-Gift, Freunde. Ihr kennt mich. Ich bin ein großer Fan, hier. Großer Fan. Coke. Haben wir in die Kommentare, wer von euch Cola trinkt? Gerne trinken. Trinkt jemand von euch Cola? Haben wir in die Kommentare fragen. Ein Döner? Genau, ein Döner und die Cola in der Flasche. Wer gut schmeckt, aber ich esse noch mal Döner. Ich bin gespannt, soll wirklich gut sein. Ja? Ist gut? Ja. Alles klar. Das ist jetzt meins?
Ja. Okay. 85. Okay, vorne, da ist er. Skorpion gibt es. Sub-Zero gibt es. Dankeschön. So, Freunde, einmal nochmal aufmachen, wa? Bevor ich hier anfange. Ja, Freunde, wir haben unsere Beute, so würde ich sagen. Wir gehen jetzt erstmal was essen. Und das war's auch schon mit dem Video, würde ich sagen. Ne? Keine Ahnung, Alter. Oder wollt ihr noch, wie ich filme, wie ich esse? Ich glaube nicht, dass ihr das wollt, oder? Ja. Ich gehe jetzt einfach underground, so richtig so gechillt, so, keine Ahnung, so. Undercover, so. Underground, hier so ein Parking Lot, so, weißt du, ich meine, so ein bisschen. Irgendwo an der Seite sitzen und essen, Alter, ganz in Ruhe, so, wa? Freunde, das ist Berlin, Moabit. Beste Döner ist diese Baran-Station. Ja, Baran-Döner-Station. Ich überlege, wo kann man sitzen? Ja, gibt es hier irgendwie Bänke? Mal gucken, ich frage mal kurz. Hallo, gibt es hier irgendwo Bänke in der Nähe vielleicht? Bänke, irgendwo hinsetzen? Ja. Ja, ja. Bänke da. Da, ja. Vorne, es ist ganz ein Riesenbad. Ja. Danke, ja. Dankeschön. Also man kann auf jeden Fall was essen hier und hier sich hinsetzen, zum Glück. Ja, Freunde, wir gehen was essen. Ich laufe noch ein bisschen sozusagen, nehme euch noch ein bisschen mit. Und ja, keine Ahnung, ihr seht ja, Leute joggen und so, alles easy so, weißt du? Ist alles so spannend. Moabit ist das hier. Ist das Alt-Moabit oder Moabit? Frage ich mal gleich. Verzeihung? Sorry? Ist das Alt-Moabit oder Moabit? Alt-Moabit? Ja, sehr. Danke, ja. Dankeschön. Ja, Freunde, das ist Alt-Moabit. Alt-Moabit. Ja, Mann. Denkt dran, hey, bester Döner. Die sagen, der Baran, die Baran-Döner-Station ist der beste Döner hier, der Opa. Anstatt zu Hause zu bleiben, geht er raus, hier Fahrrad fahren. So sieht's aus, Freunde, ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Ich würde sagen, wir setzen uns jetzt einfach hin. Und ja, ich finde das immer lustig, wie die Älteren gucken, weil die denken, Junge, was geht mit dem ab so? Warum quatscht er ins Handy so, was ich meine? Oh, guck mal, da ist sogar eine Runde. Da ist sogar eine coole Runde so, finde ich. Da sitzen auch Leute und essen. Das heißt, ich kann mich da hinsetzen, perfekt. Sieht gut aus. Yes. Schaut mal nochmal hier, ganz entspannte Lage. Ist ein cooler One-Take geworden übrigens. Ganz entspannte Lage, Leute spielen da Tischtennis. Einige essen hier, ja, und ich bin jetzt auch zum Essen gekommen, ja, auf jeden Fall. Ja, Mann, ist ganz entspannt, ja. Hallo, was geht? Okay. Okay, Freunde. Ich würde sagen, das war's auch schon an dieser Stelle. Ich will nicht filmen, wie ich esse, ihr kennt mich. Ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Video, Six Solo Mix, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke und bis zum nächsten Take. Wir sind gerade Alt-Moabit oder Moabit, was hat er gesagt? Moabit, Alt-Moabit, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, checkt bei diesem Dönerland vorbei, soll der beste sein in der Gegend. Baran Döner Station. Erstmal bin ich draußen, haut rein. Guten Appetit an alle diejenigen, die jetzt essen, mit mir essen oder die sich nochmal was holen, wegen mir jetzt Hunger kriegen, kommt vorbei. Und an die Leute, die zum Beispiel irgendwo mal in Berlin sind, merkt euch diese Gegend hier. Die Straße habe ich ja gesagt und peace out, haut rein.